Frank Michelot für TV Rheintal, zweiter Bericht 2024, wunderschönes Wetter, gefühlt plus 40 Grad. Definitiv. Wir sind gerade in Dippoldsau, wo das Neujahrsschwimmen vor kurz gestartet ist in Krissern. Wir sind bei dieser Golden Gate, der regionale Golden Gate von Rheintal. Und bei mir habe ich die Yvonne und die Kräri, genau. Ihr gehört einfach zu dieser Gruppierung. Sind die Männer schon ins Wasser? Oder ihr gehört selber zu dieser Club, zu diesem Verein? Das ist ein Tauchverein, habe ich das richtig verstanden? Das ist Tauchgruppe Wittnau. Bei mir ist der Vater, der dabei ist, schon seit Jahren. Ich bin auch dabei. Und von der Yvonne ist der Mann dabei. Tust du selber tauchen, Yvonne? Ja, genau. Ich tauche schon seit 1999. Und bin seitdem eigentlich bei der Tauchgruppe Wittnau dabei. Und bei diesem wunderschönen Wetter, wo man natürlich um die ersten Gedanken kommt, was machen wir heute? Dann gehen wir baden. Das ist natürlich ein Badewetter. Man merkt es sofort, also für Rheintaler Badenwetter. Warum bist du heute nicht ins Wasser? Ich gehe schon seit Jahren nicht mehr. Mir ist es einfach zu kalt. Ich brauche das nicht, aber ich komme immer und bringe heißen Punsch mit ein bisschen Alkohol drin, zum Aufwärmen, etwas Süßes zum Essen und du einfach die Lippen pflegen. Und natürlich ein gutes neues Jahr wünschen. Also du sorgst für Verpflegung im Endeffekt, ja? Wie lange bleiben die, also wie viele Teilnehmer sind heute? Also man wird schon auf die Sequenz, sind sie schon einig. Ich habe so ungefähr 10 bis 15 Personen gezählt. Da kommt etwa einer, ja. Es kommt immer ein bisschen darauf an, sie sind schon mehr gewesen, sie sind schon weniger gewesen. Es kommt immer sehr aufs Wetter drauf an, wer schon in der Ferien ist oder nicht. Wie lange bleiben die im Wasser? Oh, ich glaube, jetzt von Krissern hierher haben sie etwa eine Stunde. Und dann von da geht es ja dann noch weiter in die Habsburg und das wird auch noch eine halbe Stunde, 45 Minuten oder so in diesem Rahmen wird es noch sein. Und sie haben natürlich spezielle Ausrüstung, mein Mirten. Sie haben Kombi, Tauchkombi. Ich habe auch gemerkt, wie die das vorbereiten. Das ist mit Luft gefüllt dazwischen. Es gibt so einen kleinen einen Luftschutz zwischen in die Kombi drin. Wie lange können die in der Wasser bleiben mit so einer Kombi? Oh, schwierig, je nachdem, wer wie kälteempfindlich ist. Aber da haben alle durch. Also da lässt sich niemand lumpen jetzt da bei diesem Anlass. Nein, es ist, jeder empfindet es ein bisschen anders. Aber eigentlich es ist nicht so kalt, wenn man gut angelegt ist. Also das ist eine Tradition mittlerweile, seit einigen Jahren. Seit wann gibt es diese Gebräuch? Oh, da bin ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, seit der Verein besteht. Ja. Ich glaube schon über 30 Jahre, wo sie das jetzt machen. Wir sind schon ein kleines Kind immer dabei gewesen. Ja. Für uns ist das normal. Ersten Sonntag im Januar stehen wir draußen, egal bei welchem Wind und Wetter. Aber dieses Jahr machst du nicht mit, oder? Bist du auch da zur Verpflegung ebenfalls? Ich bin immer für die Verpflegung zuständig und auch das Auto oben runterkommt. Dafür kann der Papa in Ruhe das Wasser geniessen. Ja, genau. Ich finde es eine sehr interessante Tradition und soll das noch sehr, sehr lange leben. Die Damen, ich bedanke mich nochmal. Das war Frank für TV Rheintal. Wir sehen uns. Dankeschön. Ich bin jetzt mit der Roni und der Manuel, der Manni. Manni ist Präsident. Tauchgruppe Wittnau. Tauchgruppe Wittnau. Wunderschönes Wetter, Jungs. Plus 40 Grad. Ja, das kann ich gut vorstellen. Ja, da ist es so, da ist es so. Wie lange hat die Überfahrt gedauert? Bis dahin haben wir jetzt, glaube ich, 3/4 Stunde, 50 Minuten gebraucht. Und bis zum nächsten Post haben wir nochmal etwa 3/4 Stunde. Ja, und das ist Spezialanzug, klar, aber wie ist das, was die Wärmeisolierung, was die Anzug angeht? Ja, wenn man sich nicht zu viel bewegt, wird es langsam kalt. Ja. Und darum hast du uns ab und zu gesehen, ein bisschen Schabernack machen, ein bisschen gegenseitig ein bisschen anspritzen, sodass wir wieder warm bekommen. Ja, ja. Aber ich zum Beispiel jetzt eiskalte Füße. Und du hast, glaube ich, kalte Körper. Ich habe kalt, ich laufe voll, der Anzug ist nicht ganz dicht.
Und da nützt auch der Trainer, den wir darunter haben, geht nicht mehr wirklich warm. Aber wir trinken dort etwas Warmes und dann geht es weiter zum nächsten Punkt, wo wir dann rausgehen. Und dann freuen wir uns nachher alle auf die warmen Spaghetti, die es einmal gibt. Oh, warme Spaghetti. Und wie ist das mit dem männlichen Apparat? Der schrumpft ein bisschen. Ganz einfach. Das geht hier raus. das ist super. Das ist voll. Ja, jetzt kann ich mich gut vorstellen. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß. Genießt das Wetter, wie man so schön sagt. Vielen Dank. Ja,